Habt ihr schon gehört? Es kam heute durch den Rundfunk. Die Russen haben die Deutschen bei Stalingrad geschlagen. Jetzt können wir von den Deutschen nicht mehr viel erwarten. Es sieht schlecht aus. Naja, jetzt kommt's drauf an, ob die Russen die Kraft haben, weiter vorzustoßen. Das stimmt natürlich. Ich fürchte nur, sie werden jetzt versuchen, in die Mandschurei einzufallen. Hier in der Mandschurei steht die Quanto-Armee. Da brauchen wir keine Angst zu haben. Es geht mir darum, dass ein Mensch wie ein Mensch behandelt wird. In der Rüstungsindustrie während eines Krieges ist das vielleicht nicht... Geht das nicht? Ja, richtig. Das wollte ich sagen. Willst du mich heiraten? Und mit mir nach Rokurei gehen? Ja. Der Chef sagt, ich werde dann vom Kriegsdienst befreit. Das heißt, du brauchst nicht an die Front? Ja, genau. Ehrlich gesagt, ich mache es mir zu leicht. Wenn man den Krieg so hasst wie ich, sollte man auch etwas dagegen tun. Wenn wir den Brüdern nicht ordentlich einheizen und sie zur Arbeit zwingen, dann können wir den Laden hier gleich zumachen. Aber sie können versichert sein. Higuchi, Kawashima und ich haben schon die richtige Methode, um mit den mandschurischen Wanzen fertig zu werden. Los, weiter. Faules Schwein! Davon halte ich gar nichts. Außerdem unterstehen Ihnen die Frauen, die wir hier im Lager haben. Ich habe für unsere Arbeiter 60 Frauen hierher kommen lassen. Sie wollen ja schließlich auch ein bisschen Abwechslung haben. Sieh doch, das ist der Neue. Der sieht gut aus, der wäre was für mich. Also wie gesagt, dieser Amüsierbetrieb untersteht auch Ihrer Kontrolle. Was ist denn schon dabei? Sie sind doch verheiratet, Herr Katschi, nicht wahr? Da besteht ja keine Gefahr. Hallo, das ist doch Herr Katschi. Knien Sie sich nicht da, geht's rein. Ist doch toll, wir haben 3 Zimmer. Das ist doch viel zu groß für uns. Hier kann uns der Krieg nichts anhaben. Meinst du nicht auch, Katschi? Hm. Ist doch egal, wie viele von euch draufgehen. Ah, Scheißkerl! Wir haben beschlossen, die Sklaverei im Bergwerk abzuschaffen. Hört hier! Für die schwere Niederlage im Südpazifik werden wir grausame Rache nehmen. Es ist unsere Pflicht den Soldaten gegenüber, die täglich ihr Leben auf den Schlachtfeldern einsetzen, die Produktion auf ein Höchstmaß zu steigern. Wir bekommen von der Armee 600 Sonderarbeiter zugeteilt. Sonderarbeiter? Kriegsgefangene. Die Kriegsgefangenen sollen ausgebeutet werden, bis sie alle elend verrecken. Es sind Feinde Japans. Ihretwegen haben wir viele Opfer gebracht. Es ist nicht mehr als recht und billig, wenn sie das durch ihre Arbeit wieder gut machen. So viel könnt ihr mir gar nicht zahlen, dass ich in das Lager raufgehe. Warum nehmt ihr keine japanischen Frauen? Ihr sind sich wohl zu fein dafür. Ich denke gar nicht dran. Haben Sie sich schon mal überlegt, wie viele Männer da auf eine Frau kommen? Es sind wieder ein paar Gefangene geflohen. Es wurde erst jetzt festgestellt. Ist das wahr? Wer hat heute Nacht den Strom ausgeschaltet? Jetzt sind sie in der Falle! Wir sollten sie mit dem Schwert bestrafen. Jawohl, 6 Mann. Der Nächste! Halt! Wenn Sie darauf bestehen, Okazaki zu verklagen, können Sie mich gleich als Helfershelfer mitverklagen. Ich versichere Ihnen, ich werde alles tun, den Prozess zu gewinnen. Ich scheue vor keinem Mittel zurück, also überlegen Sie es gut. Aber wagen Sie ja nicht, den Fall zu verdrehen. Katschi, seien Sie vernünftig. Ihr seid nur mutig, wenn einer wehrlos ist. Beweist mal, dass ihr ganze Kerle seid. Kommt her! Wie sagt man doch gleich? Mit Gefangenen, mit Gehangen. Geben Sie es zu. Wenn Sie nicht bald den Mund aufmachen, werde ich Sie auspeitschen lassen, verstanden?
Tokio sehen wir uns wieder. Bei der Siegesfeier. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Wiedersehen. Wo sind die Russen? Es ist keiner mehr da. Ihre Panzer sind über unsere Köpfe hinweggerollt. Nein, ich will nicht! Nein! So, wegkommen! Nein! Ja, wir sind alle von den Russen sehr enttäuscht, sogar die Mandschuren. Sie haben gedacht, die Russen kommen als Befreier, aber da haben sie sich geirrt. Sie plündern die ganze Stadt aus. Und die Frauen werden vergewaltigt.